Sehr gut. Ich bin schon eine ganze Weile hier, fast 2 Monate, und habe mich echt gut eingelebt. Das macht es natürlich einfacher, wenn man gute Jungs und die Leute hinter einem hat und auch viel Zeit mit denen verbringen kann. Natürlich sehen wir viel in der Halle und das ist so das meiste, was ich von Hamburg sehe im Moment. Aber alles, was ich von Hamburg sonst außerhalb der Halle gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und ich, wie gesagt, fühle mich sehr wohl hier. Einiges. Als die Saison letzten Jahres zu Ende ging, war für mich klar, dass es in Nürnberg für mich nicht weitergeht. Da war es für mich klar, dass ich wechseln möchte. Und habe dann mit den Hamburg Towers Kontakt gehabt, habe mit denen über längere Zeit ein bisschen gesprochen, habe mir das Programm hier angeschaut. Und die gesamte Organisation hat einen sehr guten Eindruck auf mich hinterlassen. Hier einfach die Umgebung, die Halle natürlich, auch als wir hier gespielt haben, die Fans, super Eindruck. Und da habe ich mir gedacht, das ist super Standort, auch ein Standort, wo ich mich persönlich noch verbessern kann, und war für mich dann relativ einfach die Entscheidung, nach Hamburg zu kommen. Die Ziele für die Saison natürlich für mich persönlich, möchte ich mich verbessern, individuell. Ich möchte das Beste aus mir rausholen und mit der Mannschaft jeden Tag das Beste auch rausholen, uns als Mannschaft verbessern, uns als Mannschaft jetzt im Moment zu finden und dann den bestmöglichen Basketball spielen, den wir spielen können, und so viele Spiele wie möglich gewinnen.